Da hat man wieder ganz kurz ein neuer Part angesetzt. Mal gucken, was jetzt hier drin ist. Da bist du ja, Mario. Schön, dass du hier vorbeischaust. Von dir zu Hause bis hierher zu uns. Das muss eine furchtbar lange Reise für dich gewesen sein. Wir sind etwas abgelegen und nicht allzu viele Leute kommen bei uns vorbei. Du warst manchmal ganz kleines bisschen einsam. Ruh dich doch bei uns aus, ehe dich wieder aufpasst. Es kostet nur 15 Münzen. Na gut, vielleicht ein andermal. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Aber wirklich, wir sind umsonst da drin geschlafen. Wir waren umsonst im Bett und wurden von so einem Tod gestalkt. Das war echt gruselig. Muss ich echt mal sagen. So. Ach, ich soll hier bleiben. Ich habe noch nie im Leben das Meer gesehen. Es ist unglaublich groß. Die Reise hat sich gelohnt. Das war die Bruchbude. Was war dann da hinten? Das war da wahrscheinlich der Frosch. Ja. Mario, wenn du zufällig nach einem Stern suchst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Weit weg, noch hinter Randland, liegt ein Ort, in dem nur Monster wohnen. Aber liebe, friedliche Monster. Neulich war ein Radmonster ja bei uns. Das breite Laut von einem wunderbaren Stern, den es dort gäbe. Wo dieser Monsterort liegt, weiß ich zwar nicht, aber wenn du den Weg ab hier schon folgst, gelangst du sicher hin. Sehr schön. Schön, dich wiederzusehen. Konntest du in der Zwischenzeit viele Froschgroschen ergattern? Früchteglück. Früchteglück. Ich mag den Frosch. Ich finde, die haben wirklich schönes Design. Allgemein in dem Spiel haben die Kreaturen hier ein schönes Design. Ich weiß gerade nicht so direkt, wie die im Super Nintendo aussahen, aber. Aber ich finde, hier in der Version sehen die echt wunderschön aus. Besser können die nicht aussehen. Soll also hier ein Waldrandland. Ich speichere erstmal ab. Gut. Was ist das? Das sieht ja aus wie. Eine Heldenemse, ein Köterich.
und sorry, ich wollte euch nicht erschrecken. Na, super, eine Vogelscheuche. Chino ist mal wieder Level aufgestiegen. Ich finde, er braucht Kraft. Echsen! Echsen! Oh! Gecklor! Das ist ein süßer Name. Sorry, Geckos, ich möchte euch nicht attackieren. Was? Ah, das heilt sogar. Hä? Ich dachte, er tötet die. Es war süß. Aber trotzdem, ich dachte, er tötet die. Mann.
besiegt. Peach ist wieder ein neues Level. Und sie bekommt Wiederkehr. Belebe einen Verbündeten wieder. Bei gutem Timing hält dieser voll. Boah. Peach ist eine tolle Supporterin in diesem Game. Hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott, ich schieße Geckos. Der Gecko hat sich... schon manchmal eine sehr anstrengende Herangehensweise, die ich hier habe. Habe ich mir selber ausgesucht. Also in dem Fall durfte ich mich nicht beschweren. Warum kam jetzt wieder das Action-Kommando aus Rufezeichen? Das manchmal kommt und manchmal nicht, verwirrt mich manchmal. Aber hey, tot. Och, der war besonders stark, deswegen. Da gibt's den. Nein, jetzt muss ich da natürlich runter. Warte mal. Ich kann doch da hin. Hä? Das macht mir keinen Spaß gerade. Was waren die? Nein, wieso sind die so gut angepasst? Okay. Ich bin mal gespannt, was das doch alles wird hier. Ich mach mal einen Donnerschock. Gut, der war es diesmal nicht. Aber es macht mir schon richtig Spaß, muss ich ehrlich zugeben. Die Gegner sind nur manchmal ein bisschen nervig. Aber das sind sie in jedem Game. Och, come on.
So, da kann man mal einen fetten Downshot drauf machen. Tot! Steht doch auf. Aha. Okay, dann muss ich mal hier hoch. Ah! Wieso? Die heißen ja vollkommen anders. Nein! Mello! Was macht der denn? Ich frage mich echt, was der macht. Dieser Gecko greift immer seine Kumpanen an. Schau dir wieder! Was macht der denn? Okay, Mello, Blitzgewitter. Eka! Buff. Die wollen da nicht hin. Doch, die ein! Och man, ich bin doch gesprungen. Ich bin doch gesprungen. So, ich muss nämlich dahin und dahin. Nein! Och. Wieso springt er nicht? Der soll doch nur springen. Gucken. Jetzt. Jetzt. So, ich bin durch. Oh, das war ein Krampf. Erstmal was zu safen. Und nein, ich bin Stacheln. Am liebsten würde ich ja die Fähigkeit wechseln. Ah. Naja, na komm. Nochmal auf Feuerball. Müsste es eigentlich geben, oder? Ja. Und du ein Blitzgewitter? Tata! Mario! Neues Level erreicht. So, der hat 100, 100, ach, 72, Magieschutz, Bums, Bums, Angriff, Abwehr. Ja. Welche Magiestärke? Ultrasprung. Oh, das klingt hart. Also, diese Tränen können mich hier bewegen, oder? Ja, genau. Das hatte ich richtig im Kopf. Nein! Mario ist zu schwach.
Okay, Mello, jetzt bist du dran. Mach du ein Blitzgewitter. So, da ist schon mal die Biene weg. Blitzgewitter. Verprellen wir sie! Was? Nein! Warum können die das? Mach doch nicht diesen. Ui, das war toll. Na, warum kriege ich das jetzt nicht mehr? Warum machst du das? Mach doch nicht diesen! Och, come on. Hallo, Hede. Schön, dass du da bist. Hast mich auch mal erwischt, was? Mach nicht diesen, bitte. Ich verzweifle gerade gegen Blumen. Oder wie man das sagen würde, Unkraut. Gruppenknuddeln. Ich überstehe die Wärme und trinke genügend. Das mache ich ja. Ich habe neben mir immer eine Flasche Saft rumstehen. Und bei uns war es eigentlich bis jetzt gar nicht so heiß. Gut, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen am Schwitzen, weil ich hier ein bisschen. Weil ich hier ein bisschen wegen dem Unkraut in der Rage bin, aber sonst geht's mir gut. Bei uns hat es tatsächlich in der Nacht, glaube ich, nee, nicht in der Nacht, diese Nacht. Aber bei uns hat es geregnet. Gestern, glaube ich, schon. Dann hat es heute früh bei uns geregnet und vorhin hat es auch nochmal geregnet, glaube ich. Und da hatte ich immer das Fenster offen gehabt bis jetzt, bevor ich gestreamt habe. Und da war es mir eben schön kühl gewesen. Aber jetzt schwitze ich ja schon wieder. Also jetzt bekomme ich es langsam zu spüren, wie ich ja kein Fenster offen habe. Aber draußen sind total angenehme Außentemperaturen bisher. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß. Zeit für Schläfchen, Schäfchen. Nein! Mach doch nicht diesen. Na, warte. Jetzt besiege ich dich. Ist immer noch nicht weg. Ich bin Donnerschock. Wollt ihr das jetzt ständig so machen? Wollt ihr mich jetzt quälen? Am Ende habe ich sie doch besiegt. Mach, was du willst. Ich schmeiß sie mit Feuer ab. Ahornsirup. Donnerschock. Ultrasprung. Hui.
Yes, endlich weg. So, und Mello erreicht ein neues Level.